In diesem Video wird der 8-Kanal-NVR vorgestellt. Zum Test haben wir eine Minikamera mit dem Router verbunden. Mit dem gleichen Router ist auch der NVR verbunden. Über den Punkt Remote Device kann man eine IP-Kamera hinzufügen. Unsere Kamera ist bereits in der Liste. Hier sehen Sie beispielhaft, wie man eine weitere Kamera hinzufügt. Wählen Sie dazu die passende IP, das passende Übertragungsprotokoll und weitere Punkte. In der Liste ist jetzt beispielhaft eine zweite Kamera eingefügt. Nun zeigen wir Ihnen einige interessante Einstellungen. So gibt es zum Beispiel die Zeitplansteuerung. Für jeden Tag können 4 Zeitbereiche eingestellt werden, in denen eine Aufnahme erfolgt. Ebenfalls interessant ist die Motion Detection, also die Bewegungserkennung. Stellen Sie hier für jeden Kanal die Bewegungserkennung ein. Im Alarmfall kann ein Alarmsignal ausgelöst werden und eine Videoaufnahme erfolgen. Erwerben Sie den NVR auf www.alarm.de.